Nach 3 Jahren Lego-Durststrecke meldet sich TT Games mit einem starken Star-Wars-Abenteuer zurück, das euch alle 9 Kinofilme nacherleben und alle wichtigen Schauplätze frei erkunden lässt. Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch zum neuesten Test von Gamers Global. In Lego Star Wars die Skywalker Saga könnt ihr zwar alle 9 Hauptepisoden nacherleben, euch mit Luke den legendären Ich bin dein Vater Kampf mit Darth Vader liefern oder mit dem jungen Anakin am großen Podrennen auf Tatooine teilnehmen. Mit einer beliebigen Episode anfangen könnt ihr allerdings nicht. Stattdessen entscheidet ihr euch für eine der 3 Trilogien und schaltet dann entsprechend noch die beiden Fortsetzungen nacheinander frei. Ich finde das zwar bedauerlich, denn ich persönlich hätte am liebsten gleich mit der Rückkehr der Jedi-Ritter begonnen und gemeinsam mit den Ewoks auf Endor gegen das Imperium gekämpft. Wirklich schlimm finde ich diese Einschränkung letztlich aber nicht. Wer innerhalb des Story-Modus strikt den Hauptmissionen folgt, braucht nämlich gerade mal rund 90 Minuten pro Episode, kann seinen liebsten Teil also innerhalb von etwa 3 Stunden freispielen. 3 kurzweilige Stunden, um genau zu sein. Es gibt zwar hier und dort auch kurze Sequenzen, in denen man einem NPC zum Zielort folgen muss, wobei nicht immer allzu viel passiert. Ansonsten wechseln sich jedoch Abschnitte wie Lukes berühmter Flug durch die Schluchten des ersten Todessterns sowie Kämpfe und kleinere Rätsel in den Sequenzen zu Fuß ab. Auch kleinere Plattformer-Passagen sind enthalten, etwa während Luke im Dagobah-System bei Yoda sein Jedi-Training absolviert oder Rey und BB-8 ihre Fähigkeiten bei der Schrottsuche auf Jakku in Episode 7 kombinieren müssen. Darüber hinaus erzählt TT Games einige grundlegende Verbesserungen der Spielmechanik. Im Kern macht ihr die meiste Zeit über zwar schon dieselben Dinge. Die überarbeiteten Nahkämpfe nebst Kombosystem und Finishern fühlen sich jedoch deutlich besser an als in früheren Serienteilen. Das gilt für den Faustkampf genauso wie für die Duelle mit dem Lichtschwert, wie hier im Bossfight gegen Darth Maul in Episode 1. Die Kämpfe spielen sich aber auch mit den Schusswaffen und durch die Nutzung spezieller Skills der Charaktere besser und vielfältiger als zuvor. Mit der Macht der Jedi werft ihr bestimmte Objekte auf Sturmtruppler oder feuert mit Leia, Han Solo oder Chewie mit deren Blastern auf eure Widersacher. Ihr ballert Helme runter oder könnt bei bestimmten Gegnertypen auch die Tanks des Flammenwerfers auf dem Rücken zur Detonation bringen. Nicht, dass solche Trefferzonen spielmechanisch entscheidend wären, aber eine Bereicherung sind sie in jedem Fall. Auch die Bossfights haben mir überwiegend sehr gut gefallen, zumal sie natürlich aufwendiger inszeniert sind und praktisch jeder davon logischerweise auf einer denkwürdigen Filmszene basiert. Obgleich der Anspruch der Kämpfe allgemein serientypisch gering ausfällt, dürft ihr auf Wunsch die in den Bossfights enthaltenen Quicktime-Events zusätzlich vereinfachen. Wer QTEs so gar nicht mag, der muss sich also auch diesbezüglich keine großen Sorgen machen. Zusätzlich könnt ihr allgemeine Charakterverbesserungen vornehmen und etwa die maximale Gesundheit oder den ausgeteilten Schaden in den Flugabschnitten erhöhen. Gleiches ist auch bei jeder der Klassen möglich, wobei ihr zum Beispiel die Reichweite der Gedankenkontrolle der Jedi erhöht. Das ist prinzipiell rein optional, es handelt sich zudem auch lediglich um Aufwertungen. Ihr müsst die grundlegenden Skills der Spielfiguren also nicht erst freischalten. Der wichtigste Teil der Kurzweiligkeit in die Skywalker-Saga entsteht aber gar nicht aus der abwechslungsreichen Spielmechanik. Vielmehr kommt er durch den visuellen Stil zustande, bei dem ich immer das Gefühl habe, dass Star Wars und Lego einfach perfekt miteinander harmonieren. Die andere Säule der Kurzweiligkeit kommt wiederum durch den typischen Humor der Reihe, der mit seiner slapstick-lastigen Art liebevoll kombiniert mit Figuren, Szenen und Schauplätzen der Vorlage einfach eine starke Mischung irgendwo zwischen Hommage und Parodie findet. Beispiele für den Humor zu beschreiben, kann in der Praxis natürlich nur begrenzt funktionieren. Aber wenn etwa ein Rebellenoffizier auf Hoth mit Farbe an seinem Fernglas geneckt wird oder regelmäßig verschiedene Helme des Imperiums oder der neuen Ordnung auf einem kleinen Droiden landen, dann kann zumindest ich herzlich darüber lachen. Oder auch über diese Szene, in der sich Qui-Gon Jinn über Jar Jar Binks wirft und dann Folgendes passiert. Apropos Jar Jar Binks, ich bin sicherlich nicht der Einzige, dem der Typ in den Filmen oft ziemlich auf die Nerven ging. Im Spiel tut er das kein Stück. Tatsächlich passt seine Umsetzung im Spiel perfekt zum Humor der Lego-Titel, womit Jar Jar Binks sogar zu einer Bereicherung wird. Und auch nicht unwichtig, ich hatte an allen Episoden gleich viel Spaß, obwohl ich die Prequel, ganz besonders aber die Sequel-Trilogie, eher kritisch sehe. Sind hier nichts wert. Ich brauch was Besseres. Du bist ein lustiger kleiner Junge.
Doch noch zum Thema freies Spiel, denn im Rahmen der Story-Mission habt ihr nur einen Bruchteil des Abenteuers gesehen. An sämtlichen Schauplätzen findet ihr nämlich eine Reihe von Nebenmissionen und kleineren Challenges, in denen ihr zusätzliche Belohnungssteine abstauben könnt. Davon gibt es übrigens beinahe 1200 im gesamten global vernetzten Universum. Nicht jede der Bonusaufgaben ist einzigartig oder besonders kreativ, aber es gibt auch so einige, für die genau das zutrifft. So könnt ihr in der Klonkriegerfabrik beispielsweise an einem Schießstand antreten oder ihr bedient einige Tore und Plattformen über Bodenschalter, damit es dieser Klonkrieger bis in den Zielbereich unten rechts schafft. Das sind jetzt ganz bewusst alles Beispiele von nur einem der Schauplätze. Ihr könnt euch also vorstellen, dass ihr auch bei den anderen mit einem ähnlichen Angebot an derartigen Bonusaufgaben rechnen könnt. Um all diese Aufgaben zu bewältigen oder auch an Bonusschlachten im freien Weltall teilzunehmen, müsst ihr nicht zwingend in den freien Modus wechseln, sondern könnt sie zwischen den Story-Missionen angehen, deren Fortsetzung ihr manuell in die Wege leiten müsst. Für andere benötigt ihr entsprechend Charaktere bestimmter Klassen, da manche Aufgaben nur mit ihren Fähigkeiten bewältigt werden können. Über die Galaxiekarte, die durch das Durchspielen der Episoden nach und nach vervollständigt wird, könnt ihr entsprechend jederzeit zu bereits bekannten Orten zurückreisen. Die große Menge an Bonusinhalten optional zu machen, halte ich indes für eine Entscheidung, die ich explizit loben muss. Denn andere Entwickler zwingen mir Nebenkram oft zu stark auf. Ich weiß nicht, ob bei mir nach ein paar weiteren Stunden dann doch irgendwann die Luft raus ist. Aktuell aber bin ich durch die Freiwilligkeit deutlich stärker motiviert, die Bonusaufgaben anzugehen. Wären sie häufiger verpflichtend, bin ich jedenfalls sicher, dass sie mir deutlich schneller die Lust am Spiel rauben würden. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Die Lego-Spiele mochte ich schon immer, aber bei Lego Star Wars die Skywalker-Saga habe ich noch ein bisschen stärker das Gefühl, dass mit Krieg der Sterne und den dänischen Bauklötzchen etwas zusammenkommt, das einfach zusammen gehört. Der Stil ist hübsch, die Verbesserungen des Gameplays machen die Kämpfe im Flug und zu Fuß deutlich befriedigender. Vor allem aber liegt mir einfach die Art des Humors sehr. Hier bekomme ich Nostalgie-Schübe und habe gleichzeitig immer was zu lachen. Genau deshalb stört mich auch nicht, dass der spielerische Anspruch gering ausfällt. Tatsächlich sinkt er im Pflichtbereich sogar ab, da TT Games auch den Komfort in einigen Punkten erhöht. Denn wo man in früheren Lego-Spielen auch ab und zu unnötig auf dem Schlauch stehen konnte, passiert das bei den Aufgaben in die Skywalker-Saga höchstens dann noch, wenn man einem der Rätsel eine höhere Komplexität zutraut, als es tatsächlich hat. Sehr gut gefällt mir auch das oft sehr kreative Angebot an Bonusaufgaben und die unzähligen Freischaltoptionen, bei denen Star Wars-Enthusiasten das Herz aufgehen muss. Besonders löblich dabei ist für mich, dass das alles nur ein lohnenswertes Angebot ist und ich auf Wunsch auch einfach stringent der Handlung der Filme folgen kann. Das hätten andere Entwickler gewiss anders geregelt. Unterm Strich ist es damit für mich eines der besten Lego-Spiele bislang, das ich sowohl Freunden der Lego-Reihe als auch Fans von Star Wars wärmstens empfehlen kann. Meine persönliche Wertung lautet 8.5 von 10. Diesen Test gibt es als kostenlose Textversion auf gamersglobal.de. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da.